Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rubenson. Ich bin die Moderatorin für die SOM Online-Konferenz. Unser nächstes Event findet statt zwischen dem 21. und 24. September. Und mit mir hier heute habe ich Peter Hogenkamp. Hallo Peter, schön bist du da. Hallo Katrin. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Genau. Du bist als Keynote-Speaker am 23. September um 9.15 Uhr eingeladen. Es freut mich sehr, bist du dabei? Und als allererstes hätte ich gerne ein bisschen gewusst, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was ist dein Werdegang so ein bisschen? Ja, mein Name ist Peter Hogenkamp. Ich bin wie du auch, wie man auch bei mir noch hört, nicht in der Schweiz geboren. Aber seit 31 Jahren mittlerweile hier, seit 1990, habe hier studiert, gearbeitet und war fast die ganze Zeit immer selbstständig seit meinem Studienabschluss mit der Firma Zeix, einer Usability-Beratungsfirma, dann mit der Firma Blockwerk, die Blogs gemacht hat, wie der Name schon sagt, und Social Media Consulting. Dann war ich 3,5 Jahre angestellt, als ich bei der NZZ war, als Leiter digitale Medien. Und seitdem bin ich wieder selbstständig jetzt hier mit der Firma Scope. Genau, du bist bei Scope als CEO. Erzähl uns doch ein bisschen, was macht Scope Content AG? Ja, Scope hat eine Software, die heißt auch Scope natürlich, wie das so ist. Also das machen wir den großen Softwarefirmen nach quasi, dass die Firma heißt wie das Produkt. Und das Produkt, das haben wir mehrfach geändert. Das heißt, wenn uns vielleicht jemand vor 5 Jahren schon mal genutzt hat, dann war es damals noch ein bisschen anders. Damals hatten wir noch eine B2C-Plattform, die haben wir abgestellt Ende 2018 und machen jetzt nur noch Software as a Service. Und wir haben eine Software entwickelt, mit der man sehr, sehr einfach Newsfeeds kuratieren kann. Das heißt, sehr schnell, einfach, effizient Inhalte finden, verarbeiten und rausspielen an verschiedene Zielgruppen und auf verschiedene Kanäle. Bisschen konkreter, ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue jeden Tag nach kuratiertem Content, also nach Content, den ich kuratiere, also sichte und dann irgendwie gezielt rausspiele auf meine verschiedenen Kanäle. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache irgendwas zum Thema Online-Marketing oder spezifischer SEO oder was auch immer, kann ich schauen jeden Tag, was gibt es denn so im Internet heute zu dem Thema. Das kann ich auf meine Website pushen, auf Social Media pushen und ich kann dann aus demselben Content-Pool sehr einfach auch noch ein Newsletter versenden. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber auch noch, ich will 4 Newsletter versenden zum Beispiel, einen Deutsch-Englisch oder einen B2B, B2C oder KMU und größere Firmen oder was auch immer, dann kann ich das auch immer sehr, sehr einfach und effizient machen. Unser Ziel ist, dass wir sagen 10x, das ist ja das Google-Motto, wir wollen, dass man mit unserer Software solche Sachen 10-mal schneller machen kann, als man sie sonst mit Newsletter-Tools herkömmlichen machen kann, macht, wo man die Sachen vor allen Dingen von Hand via Copy-Paste zusammenstellt. Und erzähl uns ein bisschen, für wen ist dieses Produkt? Ist das für KMU, für Großkunden, Schweizer Kunden, international? Also sicherlich nicht national beschränkt, sondern man könnte heute anfangen und das in der ganzen Welt nutzen. Wir unterstützen auch im Prinzip alle Sprachen. Unser User Interface ist im Moment Deutsch, Englisch und Spanisch, weil wir einen Kunden in Spanien haben. Aber man könnte jetzt morgen anfangen und auch auf Japanisch oder Arabisch kuratieren, weil die Software-APIs, die Suchmaschinen-APIs, die wir im Hintergrund angebunden haben, die unterstützen eigentlich grundsätzlich jede Sprache. Von daher gibt es schon mal keine regionale Einschränkung. Deswegen haben wir auch einige Kunden, die in mehreren Sprachen Inhalte kuratieren. Und ansonsten Zielgruppe, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das kann jeder brauchen, weil man dann keine klar definierte Zielgruppe hat. Aber wir haben tatsächlich, wir haben KMU, wir haben Vereine und Verbände, wir haben Verlage einige, für die ist es wirklich naheliegend, weil da ja der Content auch das Produkt ist. Und insofern haben wir bisher keinen klaren Branchenfokus eigentlich. Grundsätzlich geht es ja ums Verarbeiten von aktuellen Informationen und eigentlich kann es jeder brauchen, finde ich. Und du wirst den Vortrag halten am Expert Day, dein Keynote-Vortrag um 9.15 Uhr. Und worauf können wir uns dann freuen auf den Vortrag? Ja, ich denke, es geht um es geht um die Realität versus einer Zukunftsvision und um das, was ich heute schon machen kann. Also
die Realität ist heute, dass immer noch sehr, sehr viele Firmen und Organisationen an alle denselben Newsletter rausschicken. Die Extremform davon ist, wenn man einen zweispaltigen Newsletter hat oder und die eine Hälfte ist Deutsch und die andere Hälfte ist Englisch. Sieht man immer wieder. Oder man hat einen Newsletter, wo oben als erste Zeile steht English Content Below oder geht auch mit Französisch natürlich in der Schweiz. Und dann kommt der deutsche Inhalt und dann kommt der englische Inhalt unten drunter. Ja, und das ist natürlich eigentlich ein Armutszeugnis, oder? Ja. Eigentlich sollte man natürlich sagen, hey, das kann es im CRM nicht so schwierig sein, zu sagen, die Katrin möchte lieber ihren Newsletter auf Englisch und dann auch den englischen der zu schicken. So, und die Vision, die viele, insbesondere Großunternehmen jetzt entwickelt haben, ist die von dem perfekt personalisierten 1:1 Newsletter. Das heißt, dass sie sagen, wir haben 1 Million Kunden und wir möchten, dass keine zwei Personen denselben Newsletter kriegen. Und es scheint mir wahnsinnig teuer zu sein, weil da muss man irgendwie sehr viel Ressourcen investieren, man muss ein sehr kompliziertes System bauen, man muss sehr viel Daten über die Leute haben und man muss auch sehr viel Content haben zum Schluss. Und ich glaube, das braucht es gar nicht, sondern man kann heute schon anfangen und sagen, hey, guck mal, wir können unsere Kunden, unsere Mitglieder und weiß ich auch nicht, irgendwelche Leute in unserem CRM sehr einfach in 3 bis 6 Cluster einteilen. Und dann schauen wir einfach, dass wir diesen Clustern unterschiedliche Newsletter schicken. Manchmal reicht es eigentlich schon, wenn man nur einen anderen Artikel nach oben zieht. Das heißt, ich kann es schon so machen, dass ich sage, der ganze Newsletter ist im Prinzip gleich, nur der Hero-Artikel, der große Artikel oben, der ist speziell auf die Zielgruppe adaptiert. Denn es heißt ja immer als goldene Regel im Content-Marketing, jede Person soll den Newsletter kriegen, soll den Content kriegen, von dem sie denkt, der ist jetzt vor allem für mich geschrieben. Und da gibt es natürlich dann blöde Sachen, dass wenn ich gar nicht Hauseigentümer bin und ich kriege einen Newsletter, bei dem eben so ein Eigenheim mit Garten, mit Rasenmäherroboter zu oberst ist, dann stelle ich gleich ab, weil ich denke, das passt sowieso nicht zu mir. Und sowas wäre sehr einfach zu vermeiden, indem ich einfach den bestehenden Content, den ich habe, nach bestimmten Clustern arrangiere. Also das kann ich bestimmt sehr gut zeigen, auch an Beispielen, auch wie einfach das ist, zwei ähnliche Newsletter zu verschicken, quasi mit einfachen Anpassungen und vor allen Dingen eben dieses 10x, wie schnell es geht, das alles zu bearbeiten, sodass man wirklich auch keine zusätzlichen Personalressourcen braucht. Das ist ja ganz wichtig. Also es klingt sehr interessant. Ich freue mich sehr, dich und Scope wiederzusehen am 23.09. um 9.15 Uhr. Freue mich auch. Vielen Dank. Willkommen zurück dann. Bis dahin. Ciao, Peter. Tschüss. Ciao.